Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu 30 Minuten Abschalten vom Alltag und 30 Minuten Auftanken bei Gott. Herzlich willkommen zur Sendung Gottimpuls hier bei Altenburg TV. Mit mir heute im Studio zwei inzwischen sehr bekannte Gesichter, Franziska und Reinhard Hauke aus Altenburg. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und allzu gerne grüße ich auch das Team von Altenburg TV um Mike Langer, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles bei Ihnen zu Hause ankommt. Herzlichen Dank dafür. Lassen Sie uns diese Andacht beginnen mit einem Gebet zum himmlischen Vater. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Diese Sendung wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten gesehen und du weißt ganz genau, aus welchem Zusammenhang jeder Zuschauer gerade kommt. Ich bitte dich, Herr, dass diese nächsten 30 Minuten 30 Minuten des Auftankens sein können, der Motivation für den Alltag und in deiner Gegenwart. Herr, danke, dass du versprochen hast, mitten unter uns zu sein. Amen. Drei Streifen an der Hose und ein Haken am Revers vom Markenschuh. Ein Stern am Kühlergrill kreiert perfekt die Illusion vom neuen Du. Ein Freund mit Rang, ein Freund mit Geld, ein Freund mit Namen in der Welt. Doch du vergisst, wer du selber bist. Gelächter hinterm Rücken und ein böser Blick statt einem Morgengruß. Der Arbeitstag ist einsam, die Kollegen spielen täglich deinen Blues. Die Last ist groß, du machst dich klein und würdest gern ein anderer sein. Doch du vergisst, dass du wertvoll bist. Abitur als Jahrgangsbester, alles Einser und das ohne große Mühe. In der Vorschulzeit, da zeigte sich Talent auf allen Ebenen schon sehr früh. Ein hoher Rang, ein Haufen Geld, ein großer Name in der Welt. Doch du vergisst, dass alles Gnade ist. Was bin ich wert? Was macht mich aus? Mein Portemonnaie oder mein Haus? Was ist mein Wert? Wo fange ich an? Nicht, was ich trag, nicht, was ich kann. Was bin ich wert, wenn alles wankt und mir schon heut vor morgen bangt? Was bin ich wert? Wer sagt es mir jetzt und hier? Hast du überhaupt auch nur den Schimmer einer Ahnung, wer du bist? Und durch welche Werte kannst du wissen, dass dein Leben wertvoll ist? Was macht dich aus? Sieh einmal hin. Macht das wirklich alles Sinn, wenn du vergisst, wie geliebt du bist? Es kommt der Tag, wo nicht mehr ziert, worauf du heut dich reduzierst. Es kommt der Tag,
wo das vergeht, worauf der falsche Name steht. Komm, tritt heraus aus all dem Schein, denn du wirst immer wertvoll sein für deinen Gott. Er kennt dich, er schuf dich, er liebt dich, nimm ihn beim Wort. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es liegt erst ein paar Jahrzehnte zurück. Welthistorisch also gar nicht allzu weit, da wurdest du in unserem Land ins Gefängnis gesperrt, wenn du deine Meinung frei kundgetan hast. Wer kann sich das heute noch vorstellen? In den letzten Tagen gab es auch wieder massive Angriffe verbaler Art auf unsere Regierung. Und alle, die mit ihren Beschimpfungen durch die Straßen gezogen sind, wären wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten noch umgehend eingesperrt worden und vermutlich für lange Zeit nicht mehr zu sehen gewesen, wenn nicht noch schlimmer. Darum dürfen wir einfach nur Danke sagen, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Was uns heute selbstverständlich ist, war es lange nicht. Fragen Sie mal Oma oder Opa oder Leute, die jetzt weit über 80 sind. Die waren auch mal jung, wollten die Welt entdecken, wollten Spaß haben, aber diese Generation musste zumindest politisch gesehen eine sehr herbe Zeit zu ihren ersten Erfahrungen zählen. Sicherlich ist niemand an den Bildschirmen, der nicht schon mal etwas über die Zeit von 1933 bis 1945 gesehen, gelernt oder gehört hat. Aber gerade in diese Zeit fiel das Leben eines der bekanntesten Vertreter der damals aktiv bekennenden Kirche, Dietrich Bonhoeffer. Und mit einem seiner bekanntesten Texte möchte ich mit uns heute der Frage nachgehen: Wer bin ich? Wer sind Sie? Wer bist du? Eine Frage, die uns Menschen nicht nur einmal im Leben anspringt. Manchmal in einer ruhigen Minute kommen dann auch verwandte Fragen: Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Oder wo liegt eigentlich mein Auftrag in diesem Leben? Hin und wieder wird das Ganze zum Thema, wenn wir uns die Sinnfrage stellen: Wer hat mich eigentlich auf diese Erde geschickt? Und wenn ich es weiß, warum hat er das gemacht? Wer bin ich wirklich? Eine fundamental bedeutsame Frage. Und es kann unruhig machen, wenn diese Frage nicht geklärt ist. Sicherlich, mit dieser Frage ist nicht gemeint, ob wir unseren Arbeitsplatz kennen, unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe oder unsere Telefonnummer. Nein, es geht um eine tiefgehende Definition. Dietrich Bonhoeffer saß viele Monate bis zu seinem Tod unter den Nazis im Gefängnis. Hören wir mal auf Worte, die Bonhoeffer genau zu dieser schwierigen Zeit verfasst hat. Er schreibt folgendermaßen: Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei, freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer,
zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Soweit zu Dietrich Bonhoeffer. Eine spannende Aufgabe im wortwörtlichen Sinne, diese Worte zu hören und dann auch noch etwas dazu zu sagen. Es ist ja schon so viel gesagt. Gelassen, heiter, frei, fröhlich, klar, gleichmütig, lächelnd und stolz. So tritt er vor die Menschen, die ihn ins Gefängnis geworfen haben oder die, die diesen Auftrag ausführen. Ich habe mich gefragt, wo hätten wir vergleichbare Situationen? Ich vermute einfach mal, dass die Mehrheit von Ihnen und von uns noch keine Gefängniszelle für längere Zeit von innen gesehen hat. Aber gehen wir mal in unseren heutigen Tagesablauf. An welchen Stellen erleben wir vielleicht eine moderne Art der Verfolgung? Mobbing? An welchen Stellen ärgern wir uns oder haben uns über Menschen geärgert, über deren Fehlentscheidungen, die wir ausbaden mussten? Im Vergleich zur damaligen Situation Bonhoeffers müssen wir uns natürlich etwas heranpirschen an den Text. Unsere Situation ist eine andere. Es handelt sich zunächst auch um keinen Bibeltext, aber dennoch wird uns dieser Text heranführen an die biblische Botschaft von heute. Nun, liebe Zuschauer, staatliche Verfolgung ist in unserem Land Gottlob zurzeit nicht gegeben. Aber an welchen Punkten erleben Sie Umstände oder Menschen, die Ihren Lebensweg an empfindlichen Stellen kreuzen? Also dort, wo es weh tut. Und wie begegnen wir und Sie diesen Menschen? Freundlich? Heiter? Frei? Gleichmütig? Bonhoeffer kann das scheinbar. Sogar mit dem Tod bedroht, im selben Moment ist er gelassen und frei. Vielleicht eine schöne Theorie? Nein, seine Gefängniswärter bestätigen ihm dieses Auftreten. Aber jetzt kommt natürlich noch die andere Seite. Die Gefängniszellentür geht wieder hinter ihm zu. Bonhoeffer ist allein, mit seinen Gedanken, mit seiner Angst, was werden wird. Ungewissheit, Unruhe, schreibt er, packt ihn, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe und zitternd vor Zorn und über Willkür, kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten. Wir werden hier in Deutschland zurzeit nicht unmittelbar mit dem Tod bedroht durch Verfolgung. Und doch könnten wir ergänzen, alles ein Stück weit bekannt aus unserem Innenleben, diese Achterbahn der Gefühle und Stimmungen, vorn so und wenn ich in mich reinhöre, eigentlich ganz anders. Aber wie passt das zusammen? Sicherlich, ein Mensch kann eine gute Kulisse vor sich herschieben und hin und wieder hat man ja auch den Eindruck, dass das passiert, wenn man Menschen fragt, ob es ihnen gut gehe und sie sagen ja, aber nach längerem Gespräch fällt einem auf, na, so ganz gut scheint es ihm oder ihr doch nicht zu gehen. Wenn ich dann in die Augen gucke meines Gegenübers, stelle ich fest, was ist da los? Aber Augenblick, war das jetzt von Bonhoeffer eine Kulisse, als er vor die Zelle getreten ist oder nicht? Ich denke, nein. Es war der ganze Bonhoeffer. Es war echt, wie er seinen Gefängniswärtern begegnet ist, fröhlich und klar. Und es war der echte Bonhoeffer, als die Tür wieder hinter ihm zugefallen ist. Ein kreativer, ein schlauer Mensch, der die Freiheit liebt
weggesperrt auf ein paar Quadratmeter Zelle. Für lange Zeit. Der wird mit sich selbst konfrontiert, aber in aller Ausführlichkeit. Darum auch im zweiten Teil seiner Worte ein düsteres Bild seines Innenlebens. Zur selben Zeit. Er kämpft mit sich. Da ist der Bonhoeffer voller Sicherheit und Fröhlichkeit. Und da ist der Bonhoeffer mit seelischem Schmerz, mit Wut und mit Zorn. Der ganze Bonhoeffer eben. Machen wir an dieser Stelle von Gott Impuls ein nicht ganz so gewagtes Projekt. Wie der Name schon sagt, Gott Impuls. Darum wäre es an dieser Stelle geboten, einmal Gott zu fragen, was sagt er denn auf diese Frage, wer bin ich? Wer bist du? Wir hören auf einen Vers aus der Bibel, ganz vom Anfang, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Da heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Was für ein Satz. Nur bis dahin. Du bist ein Geschöpf. Du bist ein Geschöpf. Du bist kein Zufall oder eine Laune der Natur, wie das in einem Lied heißt. Eine lebendige Kreatur. Das ist der Titel, den wir alle seit unserer Geburt mitbringen. Zwar haben wir nichts dazu beigetragen, dass wir leben, aber dennoch trägst du diesen Würdetitel. Ein Geschöpf Gottes. Und noch was finden wir in diesem einen Satz. Als Gottes Ebenbild sind wir geschaffen. Laut Definition ein im Äußeren fast genaues Abbild eines anderen. In unserem Fall ist der andere Gott. Wir sind also ein Geschöpf, was direkt von Gott kommt. Ich weiß gar nicht, ob mir das in jeder Lebenssituation immer bewusst ist, wenn ich ins Auto steige und fahre zum Supermarkt, ob ich da sage, oh, Geschöpf Gottes fährt zum Einkaufen. Oder ich sehe die Politesse gerade einen Strafzettel ausfüllen, den sie mir hinter den Scheibenwischer klebt. Und dann sage ich mir auch nicht, Geschöpf Gottes hat gerade böse Gedanken und wird sie vielleicht gleich aussprechen, weil ich falsch geparkt habe. Wohlbemerkt, ich habe falsch geparkt. Aber merken wir, was da für ein Gewicht drin liegt, wenn wir uns vergegenwärtigen, woher wir kommen und wer wir zunächst mal sind, vor allem anderen. Das ist sowas von allumfassend, dass es jeden einzelnen Lebensbereich umfasst. Schau dich mal um, wenn du vielleicht heute Nachmittag einen Spaziergang durch die Stadt machst. Der Mensch, der sich da spiegelt in der Schaufensterscheibe, der ist ein Geschöpf Gottes, ein Original. Und jeder andere, den du siehst in der Stadt, ist auch ein Original, ein Geschöpf Gottes. Ob dir das vielleicht passt oder nicht. Da ist keiner wie der andere. Wer bin ich? Was sagt Gott noch? Böse Zungen könnten ja behaupten, weißt du, das Pferd, was ich mir mal zugelegt habe vor 10 Jahren und unten im Stall steht, das ist auch ein Geschöpf Gottes. Oder mein Terrier, der durch den Garten hopst, ist auch ein Geschöpf Gottes. Erste Antwort, richtig. Stimmt. Zweite Antwort, also auf die Frage, wer bin ich als Mensch? Wer bin ich als Mensch? Da müsste die Antwort heißen, ich bin nicht nur Geschöpf, sondern ich bin ein Ebenbild Gottes. Ein Gegenüber Gottes. Und hier liegt der erhebliche Unterschied zu allen anderen Geschöpfen und zu der Schöpfung, zu der Natur. Du bist ein Geschöpf, das zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen ist. Ein Beziehungswesen. Und wir als Menschen bekommen die Ehre, dass Gott direkt zu uns spricht. Dass wir zu ihm sprechen dürfen, dass er hört und auf seine Weise auch antwortet. Nicht nur das, wir bekommen sogar einen Auftrag. Und da lese ich nochmal einen zweiten Teil aus diesem Vers, aus dem ersten Buch Mose. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über
die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Klingt nach Verantwortung oder vielleicht nach einem Wettrennen um das größte Grundstück? Nein. Der Auftrag heißt: Mensch, dieses Leben, es ist dir geschenkt. Und nun nimm das Geschenk und fülle diese Welt mit Gott zusammen. Die Schöpfungsordnung Gottes gibt uns den nächsten Würdetitel. Wir sind eingesetzt über die Schöpfung. Gott hat sie uns anvertraut. Was für ein Geschenk. Und das bringt mich zum letzten Punkt für heute. Vertrauen. Wer bin ich? Ein auf Vertrauen angelegtes Geschöpf. Das heißt konkret, die Möglichkeit, dass ich zur Beziehung zu Gott Nein sage, diese Möglichkeit gibt es. Und wir kennen das auch ganz vom Beginn der Bibel, dass der Mensch sich gegen die Beziehung zu Gott und mit Gott entschieden hat. Was das alles an Folgen haben kann, wir können es jeden Abend in den Nachrichten sehen. Nur Gottes Angebot, es steht unangetastet, auch heute, 2020. Wieder zu ihm umzukehren und ein Leben mit ihm zu starten, zu beginnen mit Gott. Was da für Verheißungen drüber stehen, wir können es nachlesen in unserem geistlichen Wellness-Programm auf Zeit, auf Lebenszeit, der Bibel. Es bleibt Gottes Vertrauensangebot. Vertrauen, dass die Rahmenbedingungen, die Gott mir für mein Leben gibt, die besten sind, die ich jemals auf dieser Erde bekommen kann. Vertrauen, dass Gott mich auffängt, wenn ich hinfalle. Vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Wer bin ich? War die Ausgangsfrage. Ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Wer bin ich? Ein Gegenüber Gottes. Ein Ebenbild. Wer bin ich? Ein Mensch, ein Geschöpf Gottes, das auf Beziehung angelegt ist, untereinander, aber in erster Linie auf Beziehung mit Gott angelegt ist. Wer bin ich? Ein Geschöpf Gottes, das die Erde als Geschenk anvertraut bekommen hat und von Gottes Schöpfungsordnung her einen hohen Rang einnimmt. Wer bin ich? Ein Geschöpf, das auf Vertrauen angelegt ist. Lauter Würdentitel und am Ende die Ehre, dass wir nicht gezwungen werden, sondern dass wir uns frei entscheiden dürfen. Und so schließt auch Dietrich Bonhoeffer. Er sieht sich selbst in der Vertrauensbeziehung zu Gott. Da spricht ein innerlich erlöster Bonhoeffer, der fröhlich und frei vor seine Peiniger treten kann. Und diese Kraft, die gibt nur Gott, die kann kein Mensch geben. Da spricht ein erlöster Bonhoeffer, der zwar um die Angst in seinem Leben weiß und sich manchmal auch in ihr verfängt, menschlich, aber der genau so weiß, wo er mit seiner Angst hingehen kann, mit wem er drüber reden kann und sich neuen Mut schenken lassen kann. Darum stellt er in der letzten Zeile seiner Worte alles zurück, gibt den Kampf mit sich selbst auf und bekennt, wer ich auch bin. Du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Amen. Bin ich, was man von mir sieht? Bin ich, was ich tu und sag? Bin ich das, was mich umgibt? Oder bin ich, was ich hab? Bin ich einfach Haut und Haar? Und ein Herzschlag mittendrin? Bin ich noch in einem Jahr? Worin ich heut gegründet bin
und so steh ich vor mir. Seh mein Ich genauer an und alles, was ich seh, ist, was ich nicht behalten kann. Ich rufe, warum bin ich hier? Macht das alles einen Sinn, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? Bin ich, was mit mir passiert? Bin ich einfach nur geboren? Bin ich das, was man verliert? Oder bin ich schon verloren? Bin ich das, wohin ich gehe? Bin ich am Leben mit Verstand? Was, wenn ich heute weiter sehe über den Tellerrand? Und so steh ich vor mir, schaue mich im Spiegel an, und alles, was ich seh, ist, was nicht bestehen kann. Ich rufe, wozu bin ich hier? Mache ich denn einen Sinn, wenn ich gar nicht weiß, wer ich wirklich bin? Von einem Plan, bin ich mehr als Haut und Haar? Fängt mein Leben erst noch an, ungezählt in Tag und Jahr? Bin ich Schöpfung auf dein Wort? Kann das wirklich möglich sein? Bin ich hier und du bist dort? Oder sind wir gar vereint? Und so steh ich neu vor mir, seh mich durch deine Augen an, und das, was ich nun seh, ist, was ich kaum beschreiben kann. Ich versteh, ich war blind, konnte mich noch gar nicht sehen. Du bist mein Gott, ich bin dein Kind, endlich kann ich es verstehen. Und so steh ich vor dir, seh der Wahrheit ins Gesicht. Ich erkenne tief in mir, dass nur du die Wahrheit bist. Du bist der Weg, gehst mir voran, und ich bin, wer ich durch dich bin. In dir komm ich im Leben an, und das führt endlich, unendlich zu dir hin. Eine tiefgehende Frage, die heute im Mittelpunkt stand und steht: Wer bin ich? Lassen Sie uns jetzt gegen Abschluss von Gottimpuls für heute noch einmal einen Schritt von uns selbst zurücktreten und lassen Sie uns mit dem Schöpfer selbst reden über diese Frage: Wer bin ich, wer sind wir? Vater im Himmel, wir haben aus deinem Wort gelesen und gehört, dass wir alle ausnahmslos von dir kommen. Herr, dieses Leben ist uns geschenkt. Und vielleicht, Herr, sind wir heute in der Stimmung zu sagen: Danke, dass ich leben darf. Vielleicht sind wir aber auch in der Stimmung, dass ein Danke uns kaum über die Lippen kommt. Zu schwer sind die Lasten, die gerade zu tragen sind. Und ich bete für all die Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerade schwer zu tragen haben an ihrem Leben oder vielleicht auch an sich selbst. Herr, segne du und lass dein Wort tief ins Herz einsinken, dass auch du ein Geschöpf des lebendigen Gottes bist und dass er möchte, dass dein Leben gelingt, dass du eine Perspektive für dein Leben bekommst, dass du Hoffnung bekommst für dein Leben.
Herr, ich danke dir, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und für alle Zeit. Segne uns, Herr, mit Mut, in diese Beziehung zu dir wieder neu einzutreten, wenn wir sie verlassen haben. Du empfängst uns mit offenen Armen, du großer Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir sind am Ende angekommen von Gott Impuls für heute. Wann immer Sie diese Sendung sehen, in der Mediathek, bei YouTube, in der Direktübertragung, seien Sie gesegnet mit diesem Wort und ich wünsche Ihnen je nach Tageszeit einen guten Start in den Tag oder eine gute Nacht oder einen guten Nachmittag. Kommen Sie gut durch den Tag und bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Sei Kompass und Wind, wo wir auch sind, sei um uns mit deinem Segen. Sei Kompass und Wind, wo wir auch sind, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in schweren Tagen, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei um uns, dass wir nicht verzagen. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei um uns, dass wir nicht verzagen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns uns zu erlösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns uns zu erlösen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen. Dein Heiliger